Guten Morgen, ein ganz herzliches Willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, ich bin eben aufgestanden. Wir haben relativ früh am Morgen. Ich habe noch meinen Pyjama an. Leider ist Samuel krank. Er fiebert auch ein bisschen und da könnt ihr euch vorstellen, ne? Ihr kennt das alle. Schlaflose Nacht. Genau, und Emily fängt jetzt auch ein bisschen an zu kränkeln. Nicht so gut. Also als allererstes morgens, wenn ich aufstehe, benutze ich hier meine Tagescreme. Die habe ich euch ganz oft schon gezeigt von Yopola. Das ist die The Make My Day Cream. Und im Winter benutze ich immer ganz gerne beide. Und zwar einmal diese hier für tagsüber und einmal The Midnight Magic für die Nacht. Das ist nämlich eine Creme und Maske zugleich. Also wirklich gigantisch. Ich gehe gleich auch näher drauf ein. Und ich liebe den Geruch, ne? Dann hat man gleich so einen frischen Kick auch am Morgen. Und meine trockene Haut ist so dankbar, seitdem ich diese Tagescreme benutze, weil ich habe wirklich eine sehr, sehr trockene Haut, also gerade im Winter. Und die spendet sehr, sehr viel Feuchtigkeit dank der Hyaluronsäure. Und die ist übrigens auch super gut geeignet für reife Haut. Also meine Mama zum Beispiel benutzt die Tagescreme sehr, sehr gerne. Und sie wird sich freuen, weil Yopola momentan auch eine Black Week Aktion hat. Und ich meine, es sind 43%, die man sparen kann, Leute. Das ist wirklich eine Menge Geld. Und ja, ich gucke gleich nochmal und gehe da nochmal drauf ein und sage euch auch den Rabattcode. Jedenfalls liebe ich diese Tagescreme. Die müsst ihr unbedingt ausprobieren. Und ich mag den Geruch, weil man wird sofort wach und man hat auch so ein Wellness-Feeling. Und meine Haut hat sich wirklich sehr verändert, seitdem ich diese Tagescreme benutze. Die fühlt sich auch nicht mehr so trocken an. Und wenn ich mein Make-up zum Beispiel benutze, dann merke ich auf jeden Fall einen Unterschied, dass mein Make-up ja nicht mehr so cakey wirkt oder sich an trockenen Stellen absetzt. Und The Midnight Magic, das ist eine Nachtmaske, also 2 in 1 sozusagen. Die ist auch reichhaltiger als eine normale Creme und deswegen perfekt für die Nacht geeignet. Und die entfaltet auch über Nacht ihre volle Wirkung. Die ist auch sehr, sehr feuchtigkeitsspendend und ich liebe die total. Die riecht auch nach Lavendel, also für alle Lavendelliebhaber ein Must-Have. Also es gibt bei Yopola momentan die Black Week Aktion, also ihr spart ganze 43% auf das komplette Sortiment. Also das ist wirklich das beste Angebot des Jahres. Man kann unglaublich viel sparen vom 20.11. bis zum 29.11. mit dem Code MAIRA43. Also nutzt es auf jeden Fall, um Geld zu sparen, weil die Produkte lohnen sich wirklich. Und ihr wisst, wenn ich euch Produkte in die Kamera halte, dann auch wirklich nur, weil ich zu 100% dahinter stehe und überzeugt davon bin und testet es einfach selbst. Ich habe jetzt schon so viel Rückmeldung bekommen von euch und ihr seid auch sehr, sehr zufrieden. Deswegen, wenn man ein bisschen sparen kann, dann greift doch zu. Meine Mama wird sich jedenfalls sehr, sehr freuen, weil sie liebt die Produkte. Und ja, I love it. Und es gibt bei Yopola auch eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie, die ihr auch nutzen könnt. Boah, Leute, schaut mal, ich bin so froh, wenn meine Spiegel endlich hängen. Das Bad zeige ich euch aber später, weil auch hier hat sich an Deko ein bisschen was getan. So, ich gehe mich jetzt erstmal ein bisschen schminken und anziehen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Mausi ist beschäftigt. Kennt ihr das? Das ist Zippy Sand, also wie so Sand, aber ähnlich wie Knete, richtig cool. Von Frozen natürlich, sie ist ein Anna und Elsa Fan. Und hier sind dann auch so Stempeln. Schaut, das hier ist zum Beispiel Anna und sie liebt es total. Sie ist schon stundenlang beschäftigt damit. Zwischendurch mussten wir natürlich eine Pause einlegen zum Frühstücken. Aber sie liebt es, das macht so viel Spaß, ne Emily? Ja. Ja, und Dreck. Egal. Dafür hat die Mama einen Staubsauger, ne Schatzi? Ja. Mhm. So, ich wollte euch meine neue Deko hier im Gästezimmer-Büro zeigen. Dafür müssen wir aber ganz kurz den Luca stören. Weil er am Arbeiten ist hier im Büro. Ja, also ich hatte euch, sorry Lukas, wir müssen dich ganz kurz stören. Ich hatte euch über Instagram auch schon einige Stories gezeigt, allerdings nicht gesagt, woher die Deko ist. Und ich habe diesbezüglich so viele Fragen bekommen, deswegen dachte ich mir, dass ich euch zeige, was ich hier so schönes Neues gekauft habe und wo ihr das, falls ihr Interesse haben solltet, auch nachkaufen könnt. Fangen wir am besten hier mit diesem wunderschönen Vintage-Teppich an, in diesen Boho-Style.
Teil. Der ist so, so schön. Ich mag diese Struktur hier. Das ist wie so eine Blumenform. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde, das passt hier auch sehr gut rein. Das sorgt auch gleich für Gemütlichkeit. Und den bekommt ihr aktuell bei H&M Home. Also ich muss wirklich sagen, dass ich bei H&M also wirklich immer fündig werde. Die haben so schöne Sachen einfach. Und die zwei Vasen hier sind auch von H&M Home. Gibt es auch aktuell. Ich finde die super, super schön. Das ist kein tiefes Schwarz. Man kann hier auch einen Kontrast erkennen. Also das ist ja so ein dunkles Anthrazit. Dann habe ich hier jetzt ganz, ganz viel Pampasgras stehen. Die Vase hier findet ihr auch bei West Wing. Da werde ich auch super, super oft gefragt. Die gibt es auch in zwei verschiedenen Größen. Ich habe hier die große Variante. Und hier haben wir auch so einen Kerzenhalter. Gibt es auch momentan bei H&M Home. Einmal in schwarz und einmal in beige. Finde ich super schön. Und der Kopf hier ist auch bei uns jetzt neu eingezogen. Ich glaube, das ist ein griechischer Philosoph. Griechischer oder griechischer? Griechischer. Ne? Griechischer. Okay, griechischer. Shisha. Ja, ihr wisst schon, ein griechischer Philosoph, sage ich jetzt einfach mal. Ich finde den Kopf super dekorativ, gefällt mir sehr, sehr gut. Und Leute, war auch gar nicht so teuer. Ich glaube 35 Euro oder so um den Dreh oder 39 Euro. Ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Ich finde, ja, Maison du Monde hat auch wunderschöne Deko. Und ja, findet ihr, wie gesagt, alles unten in der Infobox. Und ich liebe diesen Spiegel. Also jeder, der hier kommt, fragt immer direkt nach diesem Spiegel, weil der ist so asymmetrisch gewählt, also wirklich super einzigartig. Und den gibt es auch in zwei verschiedenen Größen. Und den findet ihr bei Zara Home. Und auch hier haben wir wieder die große Variante. Genau, und jetzt lassen wir Lukas weiterarbeiten. Tschüss! Tschüss! Und dann wollte ich euch hier die neue Konsole zeigen. Hier fehlt aber auch noch ein Spiegel, dazu kommen wir gleich. Aber vorher wollte ich euch hier diese wunderschöne Pflanze zeigen. Oh mein Gott, die ist so, so schön. Schaut mal, die bringt wirklich sehr, sehr viel Leben hier rein. Die bleibt allerdings hier nicht stehen. Die kommt dann hoch ins Masterbad, ins Elternbad. Ja, die haben wir von meiner Schwiegermama geschenkt bekommen, weil Lukas 40 geworden ist. Das war ihr Geschenk und ach, ich finde die so schön. Die bringt so richtig viel Leben hier rein, ne? Ja, die Pflanze steckt jetzt hier noch in einer Plastiktüte, weil wir auf jeden Fall noch Pflanzenerde besorgen möchten. Hier war nämlich auch ein wunderschöner Topf dazu, so riesengroß. Das wird auch genial aussehen. Allerdings in so einem Grauton und das passt natürlich bei uns jetzt nicht rein. Deswegen wollen wir ja, den Topf auf jeden Fall ansprühen, entweder in Gold oder in Weiß. Müssen wir mal gucken. Es muss natürlich auch noch grundiert werden und so weiter. Und wir müssen auf jeden Fall noch einige Dinge dazu besorgen, um das zu realisieren. Und anschließend kommt die dann hoch ins Elternbad. Und wenn es dann soweit ist, zeige ich euch das. Wir werden eh gleich zusammen hochgehen, weil im Elternbad hat sich auch einiges getan, auch an Deko. Allerdings fehlen immer noch die Spiegel. Also ich weiß echt langsam nicht mehr, wohin mit meiner Wut. Aber ja, keine Ahnung. Ich möchte mich nicht beschweren. Aber gut, irgendwann werden die schon ankommen und dann kann ich euch das fertige Bad auch zeigen und dann eventuell auch endlich eine Haustour machen. Dann ist hier noch ein Kunstbild eingezogen, hatte ich euch auch bei Instagram gezeigt. Und das ist so, so schön. Und zwar war das eine Kunstausstellung bei Segmüller und ich war direkt verliebt. Ich mag das total gerne hier, wie der Künstler gearbeitet hat, hier mit dem Blattgold. Und hier sind auch verschiedene Farben. Und ich finde, gerade wenn man sehr hell eingerichtet ist, da muss auf jeden Fall sowas hier rein. Das bringt sehr, sehr viel Wärme. Ich muss natürlich jetzt nur noch gucken, wohin wir den aufhängen. Ich habe den jetzt einfach hier hingestellt und eigentlich sieht es auch nicht schlecht aus. So, und dann zeige ich euch hier die neue Konsole. Die Dekoration bleibt auf gar keinen Fall. So, das war jetzt einfach provisorisch. Und ihr hattet auf jeden Fall recht, ne? Weil wir hatten eine weiße Konsole und wir haben ja hier so ein bisschen Gold und hier und die Türgriffe und viele von euch haben gesagt, Mayra, hier muss irgendwie was Goldenes hin. Ihr habt zu wenig Gold und ihr hattet natürlich recht, weil wenn ich mich hier jetzt hinstelle, schaut, es ist echt wenig Gold gewesen. Und ich finde, das passt jetzt hier sehr, sehr gut rein. Hier kommt natürlich auch noch ein Spiegel hin. Ich habe aber noch nicht meinen Traumspiegel gefunden. Das muss auf jeden Fall hier in den Stuck reinpassen. Ja, vielleicht so 85 cm Durchmesser. Vielleicht findet ihr was. Da könnt ihr mir sehr, sehr gerne mal einen Link schicken. Ansonsten ist die Konsole wunderschön. Schaut mal. Ich kann euch die auch sehr, sehr gerne mal verlinken. Und die Füße sind
aus Kristall oder Acryl. Jedenfalls super, super edel, sehr stylisch, sehr modern, aber trotzdem, ihr wisst schon, elegant, so wie ich es gerne mag. So, dann gehen wir mal zusammen hoch ins Masterbad. So, das hier ist das Elternbad, / Masterbad. Ja, ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben. Ich habe hier ein bisschen Holz integriert. Ich finde, Holz gibt sehr viel Wärme ab. Ich bin nicht der größte Fan von Holz, das wisst ihr, aber ich finde in Kombination mit Marmor, finde ich Holz sehr, sehr schön. Und gerade im Bad braucht man einfach diesen Wellness-Feeling. So, ich bin jetzt aus der Puste. Der Hocker hier, den hat mir meine Schwiegermama geschenkt, weil sie wusste, dass ich die ganze Zeit auf der Suche war. Das ist auch wirklich sehr hochqualitatives Holz. Das ist Eiche. Und ihr findet solche aber auch bei Zara Home, habe ich gesehen. Und dann habe ich hier ja so ein bisschen dekoriert mit einer Kerze, ein Handtuch drüber. Und hier habe ich auch ein bisschen Holz integriert. Die Dose hier findet ihr auch bei H&M Home. Finde ich super praktisch für Ohrenstäbchen oder zum Beispiel eine Seife, je nachdem. Und dann habe ich hier auch noch eine Kerze von H&M Home. Und das hier ist von Depot. Und da habe ich hier jetzt so ein bisschen Schleierkraut mit reingemacht und Eukalyptus. Ja, die freistehende Badewanne muss noch angeschlossen werden. Da warten wir die ganze Zeit auf einen Termin. Den Teppich hatte ich euch ja auch gezeigt. Aber schaut mal, hier diese Statue habe ich zum Beispiel bei Erstings Family entdeckt. Und ich finde die so schön, weil die auch so, ja, so einen Grauton hat. Und das passt natürlich auch perfekt hier zu dem Marmor. Und das hatte ich euch ja auch schon mal gezeigt. Das bekommt ihr auch bei H&M Home. Und ja, mehr Deko möchte ich jetzt hier auch nicht haben. Die Pflanze unten wird dann genau hier hinkommen. Und hier kommt dann später die Sauna hin. Und die ist natürlich aus Holz. Und deshalb dachte ich mir, da muss auch hier ein bisschen mit Holz dekoriert werden. Ansonsten fehlen jetzt auch noch Handtuchhalter. Und die zwei Spiegel, von denen ich euch vorhin erzählt habe, die sind von Danzani. Die sind richtig schön. Die werden oval sein und oben haben die dann so eine kleine Leuchte in, ja, in so einem Vintage-Look eben. Gefällt mir sehr, sehr gut und ja, da ist auch noch so Touch dran und dann kann ich irgendwie die Farben ändern. Aber wir warten und warten und warten. Also ich habe echt keine Lust mehr. Ja, ansonsten habe ich hier jetzt noch einen Beistelltisch, den hatte ich euch auch schon mal gezeigt und einfach noch eine Lampe drauf. Genau, ansonsten kennt ihr ja das Elternbad, das hatte ich euch ja schon gezeigt. Und wenn es mal komplett fertig ist, Leute, dann mache ich ja ganz klar eine Roomtour. Ich hätte das ja ganz anders gemacht, ne? Hätte richtig viel draufgesprüht an einer Stelle. Nein, das kriegst du Läufer. Ja, und Lukas sagt, nein, man bekommt Läufer, man muss das so mit dieser Bewegung machen. Und dann entstehen zwar diese Lücken da, also diese Streifen, aber man muss dann halt dann später nochmal komplett drüber gehen. Und dann würde das Endergebnis schöner aussehen. Vorher grundieren. Und vorher grundieren, ja. Wir hatten nämlich vorher nicht grundiert, haben dann ein bisschen draufgesprüht, weil wir das erstmal ja, austesten wollten. Und die Farbe haftet dann nicht. Also ich konnte da so richtig mit dem Finger drüber gehen. Und ja, jetzt haben wir alles grundiert und wird bestimmt schön. Hallo, einige Stunden später. Wir haben jetzt 18 Uhr so um den Dreh. Es ist mega, mega dunkel draußen, deswegen sorry für die Lichtverhältnisse jetzt. Ich weiß, ich schaue total gelb aus. Ist leider so. Im Winter kennt ihr ja von uns YouTubern. Jedenfalls habe ich mir überlegt, dass wir jetzt gemeinsam hochgehen ins Dachgeschoss und dass wir die Weihnachtsdeko holen. Das bedeutet, ich würde heute auch für Weihnachten dekorieren, zumindest ein bisschen. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Ihr wisst ja, Samuel ist krank, ist heute echt ein bisschen schwierig, deswegen steht auch nichts Besonderes an. Aber ich hoffe, dass ihr euch trotzdem freut. Wie immer werde ich euch alles unten in der Infobox verlinken. Falls ihr Interesse haben solltet, habt ihr ja jetzt auch genug Zeit, alles nachzukaufen. Und vor zwei Wochen hatte ich auch einen Weihnachtshaul hochgeladen mit neuer Weihnachtsdeko. Also falls ihr da irgendwie Lust habt, könnt ihr auch sehr, sehr gerne vorbeischauen. Und ja, ich freue mich jetzt, denn nächste Woche steht wirklich einiges an. Am Wochenende bin ich ja auch unterwegs, hatte ich euch ja erzählt. Deswegen wäre das dann erledigt und die Kinder freuen sich schon total drauf. Und ja, ich freue mich. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen jetzt hoch ins Dachgeschoss. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal gemeinsam hoch. Ich habe nämlich die Weihnachtssachen oben im Dachgeschoss. So, jetzt nur nicht runterfallen. So, willkommen bei uns hier oben im Dachgeschoss.
Ja, hier haben wir auch Regale und Kleiderstangen und solche Sachen. Wir haben uns das schon ganz, ganz lange vorgenommen, hier auch mal aufzuräumen, aber man kommt ja doch nicht dazu. Hier ist der Weihnachtsbaum, Lukas. Wir haben übrigens den Weihnachtsbaum von Fairy Trees. Zeige ich euch dann unten, wenn wir den gleich auspacken. Habe ich euch aber, glaube ich, schon öfters gezeigt. Der ist richtig toll, der sieht auch voll echt aus. Und hier haben wir ganz viel Deko, Weihnachtssachen in Kisten und so weiter. Oh je, hier muss man erstmal einen Überblick bekommen. Ich suche diese Häkchen. Oh je, oh je. Ja, nach so einem Umzug wird es schwierig hier. Ach, schaut mal, die sind auch nicht schlecht, ne? Könnt ihr euch erinnern? Eine Zeit lang war es total im Trend, so bunte Weihnachtskugeln. Auch voll schön. Schaut mal, das ist eine tolle Farbe, das ist so ein Türkis. Richtig schön. So, das kommt weg. Und hier habe ich zum Beispiel auch so rosa Federn. Ja, wir sehen uns am besten, würde ich mal sagen, gleich unten wieder. That's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and das wollte ich euch auch zeigen. Und zwar gibt es das aktuell bei DM. Und zwar ist das hier eine Tischdecke in Beige mit goldenen Schneeflocken. Finde ich sehr schön. Kann man auch andersrum wenden. Und dann habt ihr eine goldene Tischdecke mit weißen Schneeflocken. Also richtig schick. Und dann habe ich mir überlegt, weil ich keine Nikolausstiefeln hier für den Kamin gefunden habe oder Nikolausstrümpfe. Ich habe hier so kleine Täschchen entdeckt bei DM, finde ich mega, mega süß. Und ich finde, die sehen bestimmt auch schön aus, so am Kamin. Muss ich einfach mal ausprobieren. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Stück gekauft und einer kostet 2,45 und die Tischdecke hat gekostet 5,95. We're gonna dance, dance, have a good time. Dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. So, das ist jetzt der Weihnachtsbaum, der ist von Fairy Trees, werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Und zwar ist der auch beschneit, wunderschön, ich finde, der sieht so, so echt aus und das ist natürlich ein künstlicher Weihnachtsbaum, ist klar. Und ich meine, der ist 2,20 Meter. Das Schöne ist, hier ist ein Holzfuß dabei, das heißt, der Weihnachtsbaum steht richtig schön stabil. Man muss allerdings eine Schraube da reinstecken und dann hält das auch bombenfest und qualitativ auch wirklich super hochwertig. Happy smiles and the wishes, and I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you.
thinking of my only wish. I don't need a perfect snowman, and I don't need the bells and bells, but I'll be home for you. This town in colors, but they hold nothing next to you, 'cause you're shining like no other. Ooh, I don't want what's wrapped in paper. So, 2 Stunden später für euch natürlich alles in Schnelldurchlauf. Schaut euch mal mein Kleidchen an, es ist komplett voller Schnee, das kommt natürlich gleich in die Wäsche. Ja, und ich bin soweit fertig, jetzt kommen nur noch die Kugeln, die möchte ich dranhängen. Und ich finde, das ist bis jetzt richtig schön geworden, also mir gefällt es sehr, sehr gut. Hier mit dem Kamin, mit der Girlande, da ist für mich wirklich ein Traum wahr geworden, das habe ich mir immer so gewünscht. Und ihr könnt mir ja sehr, sehr gerne mal unten in den Kommentaren schreiben, ob euch das genauso gut gefällt wie mir. Ich weiß, Geschmäcker sind verschieden, aber das ist ja das Schöne, dass wir alle verschieden dekorieren und dass es bei jedem anders aussieht. Das ist ja auch das Spannende dabei. Und ja, ansonsten habe ich mich dieses Jahr dafür entschieden, nur Kugeln aufzuhängen, also keine Figürchen, weil die Kugeln, die sind schon mit sehr viel Geschnörkel und sehr beschmückt. Die kennt ihr, die habe ich euch letztes Jahr schon gezeigt gehabt. Die hatte ich nämlich letztes Jahr gekauft. Also zum einen sind die wirklich sehr, sehr groß. Und wie gesagt, hier ist auch noch so eine Schneeflocke drauf. Und hier zum Beispiel auch viel Glitzerzeug in Taupe und Beige. Die sind halt sehr, sehr groß und deswegen wollte ich auf Figuren oder sowas verzichten. Und dann habe ich hier solche noch in so einem Champagnerton. Und dann werde ich einfach gleich loslegen. Ich fange wie immer mit den großen Kugeln an und verteile die schön und dann befülle ich den Weihnachtsbaum noch mit den kleineren Kugeln. Ich würde sagen, weiter geht's. I'm walking around feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, falling in love. Fertig und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, die großen Kugeln reichen vollkommen aus. Deshalb habe ich die anderen, also die kleineren, jetzt einfach weggelassen. Wer weiß, morgen sehe ich das anders und hänge ein paar Kugeln mehr dran, aber ich glaube, so gefällt mir das ganz gut. Und ich zeige euch jetzt im Anschluss das Endergebnis. Ich möchte mich aber jetzt schon von euch verabschieden und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ja, schreibt es mir sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein wenig inspirieren. Ihr findet alles unten in der Infobox. Und ich würde sagen, tschüssi, bis nächste Woche und bleibt mir bis dahin gesund. Adios!